herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Knights and Dragons German. Wir befinden uns am Sonntagabend und ich dachte eigentlich, ich kann noch eine Aufnahme mit meinem Sohn machen. Der war aber nicht lieb genug und darf zur Strafe nicht mitmachen. Aber dann müsst ihr mit mir vorlieb nehmen und ist eigentlich vielleicht auch nicht schlecht, weil ich wollte mal Danke sagen auf die viele positive Resonanz. Bei meinem letzten Video war ich ja ein bisschen geknickt. Auch von mir nochmal Entschuldigung dafür, dass ich so geknickt war und sozusagen drum gebettelt habe. Sagt mir doch auch mal was Nettes. Prinzipiell ist es halt, ja, streckenweise halt nur ein Hobby von mir, in das ich trotzdem sehr viel Zeit investiere. Manchmal sogar mehr, als es vielleicht richtig wäre, weil, wie soll ich sagen, natürlich Familie für mich trotzdem Vorrang hat, aber trotzdem ich mir da die Zeit abknappere und auch sonst irgendwie versuche da halt die Aufnahmen zu machen, das Spiel zu machen, es mir irgendwo auch wichtig ist und dann ich halt auch manchmal, glaube ich, ein bisschen zu emotional reagiere. Deswegen auch eine Entschuldigung von mir. Trotzdem fand ich es total toll, wie viele Messages ich bekommen habe, auch bei Line und sonstigen, wo es einfach hieß, hey, mach so weiter, ist super. Prinzipiell sage ich, na, ganz so weitermachen will ich nicht, weil ich will natürlich versuchen, besser zu werden und hoffe auch, dass ich das mit HD und irgendwas irgendwann mal gebacken bekomme. Wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr per Modem ins Internet gehe und mein 386er vielleicht auch mal erneuere, wird es vielleicht dann auch mal besser werden, aber die Leute, die es nicht wissen, 386 war vor dem ganzen Pentium Müll, den es jetzt mittlerweile gibt, also Müll nicht, aber vor den ganzen Sachen, die es jetzt gibt, sollte ein kleiner Scherz sein. Mist, wenn man Witze erklären muss, sind sie, glaube ich, nicht gut, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So alt bin ich halt, ja, und dementsprechend, meine Ausrüstung ist halt nicht die beste, meine Geschicklichkeit in technischen Dingen ist nicht die beste, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch weiterhin gefällt, zumindest denen, die geschrieben haben, es waren zumindest sehr viel mehr, als geschrieben haben, nee, hör lieber auf, genau genommen hat es keiner gesagt, das fand ich eigentlich auch ganz gut, und ja, das jetzt soweit dazu. Ansonsten will ich jetzt mit euch einen Überblick machen. Es läuft noch der Guild War. Wie gesagt, wir haben ja Sonntag, der läuft ja noch bis Montagabend. Hier in den Hunting Grounds haben wir drei Multicolored Pepper. Die können wir ja gleich mal machen. Können uns da mal ein bisschen auf die Jagd begeben. Zwei Sterne-Pets, das ist gut. Zwei Sterne-Pets. Oh Mann, ich bin ein bisschen verwirrt. Auch diese Aufnahme jetzt wieder ist halt auch wieder so ein bisschen auf Press, weil ich sie ja heute noch am Sonntag rausbringen will, das dann leider nicht hingekriegt habe, dass ich mit meinem Sohn das zusammen mache, was mich auch irgendwo ärgert. Andererseits muss er halt auch manche Dinge lernen. Das ist halt einfach so, wer von euch Kinder hat, kennt das, wer nicht, wird das noch kennenlernen. Dementsprechend, ja. Ja, die Multicolored Pepper mit relativ Chance auf dem 3-Sterne-Pad. Letztens hat es ja mal geklappt in der Aufnahme. Wäre schön, wenn es das jetzt auch täte. Aber täte tut es nicht. Oh, 3x2-Sterne-Pad, das ist auch ziemlich cool irgendwo. Gut, 3x3-Sterne-Pad wäre mir natürlich lieber, aber ich möchte mich da nicht beschweren. So, das war jetzt dazu. Die restlichen mache ich nicht. Das war jetzt auch nur zum Warmreden. Ansonsten möchte ich mit euch nochmal gegen Hephaistos kämpfen, weil ich da auch ein bisschen was zu verlieren will. Also Hephaistos, prinzipiell finde ich das total toll mit den Belohnungen, die es da gibt. Prinzipiell finde ich es auch total gut, wenn ein bisschen, wie soll ich sagen, die Stärke rangehoben wird, weil, soll jetzt nicht irgendwie großkotzig klingen, mein Charakter hier ist ja nicht schlecht ausgerüstet, jetzt aber auch nicht super gut, das definitiv nicht. Und trotzdem hatte ich das ja relativ locker geschafft, die 60 Gewinne einzuheimsen und wenn ich halt auch Zeit investiert habe, ohne dass ich Gems dafür ausgeben musste und so weiter, ist ja alles schön und gut. Nur finde ich, haben sie es jetzt echt übertrieben. Also ich kam ungefähr, ja, ich glaube 21 ging noch, 22, 23 und dann wurde es auf einmal richtig schwer. Ja, also ich bin bis, glaube ich, 23, 24 bin ich mit einem Knight gekommen, wo auch nur ein Element gut gepasst hat. Gut, das war auch eine super Rüstung. Und ab da habe ich dann schon gleich drei Stück gebraucht. Das ist, also, ich weiß nicht, was Gwee sich dabei gedacht hat. Ich finde es halt völlig unausbalanciert. Ja, also, ich meine, da muss man den wirklich langsam steigen lassen.
Jetzt bin ich hier hinten, bald hoffentlich auf 43, ja. Mach jetzt schon mit 5 Nights. Wahrscheinlich werde ich das also auch mit euch nicht ganz durchschaffen. Aber das ist echt wirklich eine schwierige Nuss geworden, diese ganze Geschichte hier. Was mich auch irgendwo ein bisschen ärgert, ja, weil prinzipiell, ja, es muss schwerer werden, es sollte nichts verschenkt werden, es sollte nicht, aber ich finde halt, man sieht halt sehr krass da wieder, ja, wir haben nicht genug Gems mit dem Epic Boss verdient, da wurden nicht genug, wie heißen sie, Energie gekauft und dann müssen wir den jetzt schwerer machen. Dann haben wir erstmal versucht, den Zeitrahmen kürzer zu machen. Das war dann schon recht gut. Jetzt versuchen wir ihn mal schwieriger zu machen und den Zeitrahmen kürzer, weil es ist ja auch ein Tag weniger Zeit, ja. Also hier oben, nicht da an der Seite. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist schon irgendwo gemein von Green. Ja, und hier ist im Augenblick meine Ausstellung. Ich meine, die beiden sind durchwachsen, sage ich jetzt mal. Die sind beiden nicht wirklich gut. Aber hier halt der Große, der hat ja schon einiges auf dem Kasten. Und wenn wir jetzt hier gucken. Ja gut, wir haben noch 12 Stunden, wobei jetzt noch bald Nacht ist. Wir nehmen auf jeden Fall mal ihn hier mit. Und gucken dann mal. Ich weiß nicht, ob ich ein Doppelwasser hätte. Das Tolle im Augenblick ist, wenn man wirklich eine Doppelrüstung bei einem Freund hat, weil ich selbst habe ja noch keine, zum Beispiel hier, dann ist es meistens auch von den Werten her relativ gut. Also hier ist es fast 5000, da ist es locker über den 4000. Können mal gucken, es gibt vielleicht noch einen guten Wasserfeuer, den ich mitnehmen könnte. Also an Freunden, die mir hier echt hilfreich sind, kann ich mich nicht beschweren. Da haben wir auch 3, 5, 3, 5. Na, vielleicht kann ich mich doch beschweren. Ich habe jetzt halt auch schon insgesamt 6 Leute mit rausgenommen. Okay, hier hinten sind wir dann bei den U100 sozusagen. Ja, dann nehmen wir doch den Doppelwasser. Ich denke, das ist eigentlich eine gute Sache, genau. Da sage ich nochmal Danke für. Allein schon von den Lebenspunkten her ist das ja auch eine Hausnummer, ja. Der hier ist halt auch ziemlich krass stark. Gut, geht halt das Feuerpad nicht drauf, aber naja, also 5, 7, 4, 8. Durchs Pad jetzt halt auch, aber schon nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und hier fällt mir halt dann auch immer wieder auf, dass, ja, entweder schaffe ich es dann wirklich mit nur Vieren und hätte den fünften in Anführungsstrichen nicht gebraucht. Natürlich braucht man ihn, weil gibt ja 25% mehr Schaden und so weiter. Und dann manchmal habe ich das Gefühl, es klappt gar nicht und man geht direkt down, ja. Anscheinend, wenn man zwei, dreimal daneben schlägt, ist man praktisch schon weg vom Fenster. Und das finde ich halt auch ein bisschen unschön. So, jetzt hier seht ihr auch, es wird ziemlich knapp. Wir haben jetzt hier noch ein Viertel übrig. Wenn es hochkommt, noch ein Drittel, aber es sah eher aus wie ein Viertel. Und ja, das wird echt knapp werden. Bei meinem Handy-Charakter, der ist leider nicht so gut ausgerüstet mit Wasser oder Feuer. Oder Feuerwasser. Dementsprechend habe ich jetzt hier schon, ich glaube, genau da bei der Gewinnstufe, wo wir jetzt auch waren, musste ich sogar noch in ein Rematch rein. Also praktisch warten, bis die Energie wieder voll ist und dann nochmal fighten. Finde ich halt auch irgendwo nervig. War früher gang und gäbe, aber normalerweise so ab 100 mit guten Rüstungen und guten Freunden hat man das eigentlich alles schaffen können. Gut, jetzt haben wir nur 2 Energie. Werden auch die 3 Stunden 18 warten. Muss ich gucken, dass ich vielleicht vorm Bett gehen, nochmal dran gehe und nochmal fighte, damit man da halt weiterkommt, ja. Ja, das war jetzt zum Epic Boss an sich. Die Belohnungen sind klasse, aber es ist halt echt äußerst auffällig, wie da praktisch Tree versucht rumzuprobieren. Ich wette, da läuft im Hintergrund ein Programm, was zählt, wie, also sowieso, aber was zählt halt, ob es geschickter ist, die Zeitspanne zu verkürzen, um so praktisch mehr Gems zum Ausgeben zu bewegen, oder ob es geschickter ist, den Boss schwieriger zu machen. Wie gesagt, schwierig ist insofern toll, wenn man jetzt wirklich hier 3 passende Shadowforged hat, glaube ich, kommt man da auch schon wieder weiter, ja. Ist ja jetzt nicht so die Sache oder jetzt diese neue, ich glaube, wir können eigentlich auch schon zum Chest Opening gehen, hier diese neue Spektral da hat mit
dem richtigen Schmuck, wo man dann fast 1000 Leben hat und was nicht alles. Plus der Sache, dass es eine Spektral ist, die gegen alles hilft und ja, dann kann man das vielleicht auch besser schaffen. Oder wenn man hier natürlich noch andere Dinge hat, ja. Das hier ist jetzt die Erde. War das Erde? Ich glaube, das war Erde, genau. Die Erde, Shadowforged, die würde in dem Fall jetzt nicht so viel bringen. Das hier ist wieder eine andere Shadowforge. Ist das eine Feuer? Ich glaube, das ist eine Doppelfeuer. Keine Ahnung. Ja, hier auch schön. Muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen Geld abzwacke, dass ich den Charakter hier auch hochbringen kann und auch werde. So, wir haben vier Schlüssel hiervon. Neun Schlüssel hiervon, die machen wir jetzt auch alle auf. Wenn ihr euch wundert, weil ich habe ja sonst immer versucht, einmal von dem einen PC, einmal von dem anderen PC, also auch verschiedene Charaktere praktisch aufzunehmen. Ja, das war früher mal gut, aber mittlerweile. Ja, das ist soweit hier gut. Interessant wäre halt natürlich immer noch, dass man die fehlenden Schmuckteile bekommt von den Rüstungen, die man hat. Ah, das hat sich nicht bewahrheitet. Auch keine Gems in den Kisten drinne gewesen, so dass das jetzt eigentlich ja nicht ganz so glücklich war. Ja, was wollte ich sagen? Genau, falls ihr euch wundert, warum ich nicht den anderen Charakter nehme und mehr Chests zum Öffnen habe, weil ich weiß, dass da auch ein paar von euch immer sehr gerne mitfiebern, ging mir jetzt einfach darum, dass ich versuche jetzt erstmal wieder von dem Charakter primär die Aufnahmen zu machen. Weil bei dem anderen PC ich das Problem habe, dass ich mit den Aufnahmen erst recht nicht zurechtkomme. Da nehme ich zwar in HD auf und kann es dann auch direkt so abspielen, kann aber kein Intro davor machen, kann im Endeffekt die Bearbeitung nicht richtig starten, weil es dann Probleme gibt mit dem Sound und was nicht alles. Deswegen versuche ich es jetzt erstmal wieder primär über diesen Charakter zu machen, über diesen PC. Da habe ich, glaube ich, die besten Ergebnisse mit, auch wenn es kein HD ist und da müssen wir mal schauen. Gut, ich glaube, ich bin am Ende. Ist ja immer noch so ein bisschen Übersicht. Wir können mal hier gucken. Ich muss noch einiges an Ringen und Amuletten hochmachen. Zum Beispiel ihn hier müsste ich noch hochmachen. Ansonsten, gut, das sind jetzt Sachen, die man anhat. Habe ich hier auch ein paar 5-Sterne-Items. Da würde sich, glaube ich, lohnen, den hier hochzumachen. Den hier eventuell auch. Weil halt Mono-Sachen immer höher steigen in Anführungsstrichen, plus der Tatsache, dass die Angriff, das ist schon ziemlich cool wäre, wenn ich die hochmache. Könnte eigentlich mal gucken, was wir da so für Voraussetzungen haben. Haben wir denn ein paar, ja, halt nicht so wirklich viele Fusionsringe und Amulette. Auf dem Handy habe ich da mehr, weil ich halt auch in den Wochen Fights, also nicht die Wochenende, sondern während der Woche den Fights, kann ich da einfach mehr Punkte generieren, weil ich halt das Handy mit unterwegs habe und so weiter. Ja, hier haben wir auch praktisch mit Angriffen schönes Amulett, ein Feueramulett. Das wäre auch was, was man hochleveln könnte, ja. Können wir mal gucken, da habe ich bestimmt ein anderes Amulett mit 4 Sternen oder weniger, was als Ende schon 300 Epis hat. Und das fängt bei 300 Epis an. Hier genau. Gut, okay, das ist jetzt auch ein Setschmuck, aber der ist bei 395 und ist schon Level 58. Das andere ist hier vorne ohnehin schon bei 363, ja. Und dann noch 99 Level. Wir können mal gucken. Feuer haben wir natürlich jetzt wahnsinnig viel an Fusionsschmuck. Ne? Da geht es bei 2 Leveln geht es schon um 7 Punkte hoch. Wenn man das jetzt hochrechnet, erstmal für 100 Level im Endeffekt sind das 700 wollte ich schon sagen, dann sind das 7 mal 5, oh mein Gott, 350. Kann das sein? 350, die das hochgeht? Ist das nur so wenig? Ja gut, vielleicht gibt es auch noch mehr Boni. Ja, das war soweit dazu. Ist trotzdem natürlich cool, wenn da 350 plus die 300 Epis, das das hatte, also sagen wir mal 700 auf Angriff dazu. Das ist auch schon mal eine positive Sache. Gut, ich glaube, das war's von meiner Seite. Immer noch? Haben wir noch irgendwas?
Mal hier gucken gerade. 700 dazu auf Angriff. Gut, der hat auch einen anderen Ring an. Aber allgemein, wenn wir den hier angucken. So, es war ja auch das Amulett und nicht der Ring. Nee, der bringt ja schon 552 an Equip. Ja, dann überlegen 700 hier drauf. Da sind wir bei 5500. Und das nur bei einem Hilfs-Sheriff sozusagen, bei einem der normalen Knights, nicht beim Commander, der ja nochmal höhere Stats hat. Wo ist denn das jetzt hin, was ich hatte? Sieht auch so schon ganz gut aus. Gut, die Verteidigung könnte natürlich höher sein, aber man kann ja nicht alles haben. So, raus hier. Gut, okay. Ja, also das war es jetzt endgültig. Ich hoffe, der Überblick hat euch einigermaßen gefallen und ich gucke auch mal, dass ich das am anderen PC hinkriege. Ich habe da jetzt ein neues Headset und werde es auch mal ausprobieren, weil vielleicht kriege ich dann auch den Sound besser hin oder wie auch immer ich das dann alles managen werde. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.